Moin Leute, willkommen zu einem ja etwas anderen Video als sonst auf dem Kanal. Heute geht es mal um ARK 2 Mobile. Ja, ihr hört richtig, ARK 2 Mobile. Es geht hier im Endeffekt darum, es gibt einen Post auf Twitter von ARK 2 News. Ich weiß, es ist kein offizieller Kanal. Der im Prinzip postet, wir gucken uns das gleich nochmal ganz kurz an, der sagt, dass Wildcard über LinkedIn, das ist so eine Seite, wo man glaube ich irgendwie gerade im amerikanischen Bereich, ich weiß gar nicht, ob man das hier großartig nutzt, halt auch Jobausschreibungen und den ganzen Kram macht, dass sie darüber im Endeffekt Entwickler für die ARK 2 Version suchen. Ich habe mich mittlerweile bei LinkedIn mal angemeldet und habe da keinen Beitrag mehr gefunden, was jetzt aber nicht heißen muss, dass es den Beitrag nie gab, weil wenn sich jemand gemeldet hat und dann ist der Beitrag ja weg, weil sie haben jemanden, wisst ihr, was ich meine. Deswegen, wir gehen sehr stark davon aus, dass das ja, so stimmt und dass sie ARK 2 auf Mobile bringen und wir, wie gesagt, gucken uns mal ganz kurz jetzt das Bild an und danach gehen wir ein bisschen durch, was könnte sein, was könnte kommen, was wünsche ich mir vielleicht, was wünscht ihr euch, deswegen, wir gehen mal ganz auf den Post und das hier ist im Prinzip die Twitter-Seite von ARK 2 News, wo im Prinzip gepostet wird, dass ARK 2 Mobile kommt. Ich meine, das Bild, klar, das ist einfach nur so hingestellt, ja, das ist jetzt einfach hier nicht kein offizielles Bild, weil das ist einfach nur das, ja, Logo so gesehen auf dem Handy geklatscht, also hätte ich auch mit Photoshop-Skills auch hinbekommen, daher nichts Außergewöhnliches. So, gehen wir mal darauf ein, was könnte kommen. Ich sag mal so, was ich mir wünschen würde. Ich würde mir wünschen, dass ARK 2 Mobile nicht eigenständig wird wie ARK 1 Mobile, weil ARK 1 hat ja im Endeffekt mit dem normalen Spiel nicht so viel zu tun. Es hat ein paar andere Sachen, ein paar andere Items, andere Dinos teilweise und eine ganz andere Spielmechanik an vielen Ecken. Und das würde ich mir für ARK 2 nicht wünschen. Ich würde mir wünschen, dass ARK 2 Mobile Crossplay hat, Cross-Save unterstützt sogar. Was damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wenn ich mich auf meiner Xbox oder meinem PC oder von mir so in ein paar Jahren auf einer Playstation auslogge und auf meinem Handy einlogge, die Accounts verbunden sind und ich mit meinem gleichen Charakter weiterspielen kann, wo ich an der Konsole oder am PC ausgeloggt habe. Warum würde ich mir das wünschen? Ich würde mir das wünschen, weil das könnte viele Kleinigkeiten erleichtern, zum Beispiel Babys aufwachsen, füttern, zum Beispiel das Prägen. Überlegt euch mal, wie oft kennt ihr das? Dann muss ich irgendwie einen Timer auf 3-4 Stunden stellen, man muss nochmal online kommen, um sein Dino zu prägen. Das wäre, wenn du sagst, okay, hey, ich lasse meine Zucht laufen und ich muss um 21 Uhr meinen Rex prägen, liege aber gerade auf der Couch, öffne kurz mein Handy, ja, und mache einfach hier so, weißt du, zack, oh gut, komm, ich tue mal ganz kurz hier meinen Rex prägen und jo, wieder ausgelockt. Wäre irgendwie geil. Also gerade so viele kleine Aktionen, mal kurz einloggen oder irgendwie gewisse Dinge bei Events zum Beispiel vielleicht mitzunehmen oder kurze Aktivitäten könnte man über das Handy sehr gut steuern. Aber auch wenn ich beispielsweise morgens online bin und habe irgendwie, ich sag mal, bin in der Bahn, zocken und will eine Stunde irgendwie, keine Ahnung, meine Base ein bisschen aufräumen, man könnte das relativ gut nutzen. Mittlerweile gibt es ja auch viele Möglichkeiten, um sein Handy mit dem Controller zu steuern. Ich habe hier irgendwo hinten in der Kiste für einen Xbox-Controller so einen Aufsatz, da kann man dann das Handy oben drauf tun und dann könnte man mit dem Controller zum Beispiel auch auf dem Handy spielen, was man auch dann da umsetzen könnte. So könnte man auch ganz normal, ich sag mal, das normale System nutzen. Also ich glaube, dass diese Art von Mobile-Version mir gut gefallen würde, weil es einfach in so ein Survival-Game oder in so ein, ich sag mal, Sandbox-Game, wo man halt viele Sachen managt, auch gut nutzen könnte, unterwegs halt seine Sachen zu managen. Daher würde ich mir das schon wünschen. Natürlich kann man auch davon ausgehen, dass ARK 2 vielleicht eine andere Version als Mobile-Variante bekommt, gerade weil der Mobile-Markt, ja, ich meine, jeder von euch wird es wahrscheinlich schon gehört haben, der Mobile-Markt boomt. Die Leute geben gefühlt, oder ist sogar, glaube ich, so, dass die mehr Geld in Mobile-Spiele ausgeben als in echten, also in Konsolenspielen. Und es kann auch sein, dass sie halt einfach das ein bisschen wittern, die Money, ja, und sagen, hier, komm, wir machen da irgendwie eine Version, da gibt es irgendwelche Besonderheiten, irgendwelche, keine Ahnung, was auch immer, man kann da Geld ausgeben und sie wollen einfach diesen Markt abdecken. Weil ich meine, die Version, die ich mir gewünscht hätte, die würde wahrscheinlich einmalig Geld kosten, keine Ahnung, sag jetzt mal, für einen 10er oder für einen 20 die Mobile-Version, dann hat man die halt für immer, da kann man halt wahrscheinlich keine, ja, dauerhaften Gewinne einbringen. Das ist ein bisschen die Frage, was es hin soll. Soll es halt eher nur ein Support für das Hauptspiel werden oder soll es wirklich ein eigenständiges Spiel werden, was auch Ingame-Käufe und den ganzen Kram hat, was
ich mir, wie gesagt, nicht wünschen würde für die Mobile-Version zumindest. Wenn die richtige Version im Game Call für Skins bekommt, okay, sollen sie von mir aus machen, ja. Wenn es halt einen neuen Dino-Skin für 2 Euro gibt, der wird wahrscheinlich 10 kosten, aber trotzdem, das ist ja immer so optionale Sachen. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, was würdet ihr euch von den beiden Sachen wünschen? Also, sag ich, ja, oder so eine Unterstützungs-App wäre schon irgendwie ganz geil. Also gerade für so Kleinigkeit, wie gesagt, ob man darauf wirklich das ganze Game spielen muss, ist immer so, ich meine, theoretisch, nur weil es ja mobile ist, heißt ja nicht nur, dass es auf Handys läuft. Das heißt, man könnte auch auf einem Tablet zum Beispiel spielen, was natürlich ein größerer Bildschirm ist. Also da könnte man schon das gut umsetzen. So nach dem Motto so, jo, ich mache am PC jetzt mal ganz kurz Pause, habe im Badezimmer mein vorgebautes Tablet an der Halterung, gehe aufs Klo und zock erstmal eine Runde. Tja, könnte man auch ganz gut umsetzen. Aber das ist halt so die Sache. Also es muss auch gut funktionieren, das muss gut laufen und das muss alles funktionieren. Wie gesagt, also so eine eigenständige Variante, ich weiß nicht, Leute. Wie wäre das doch doof? Ich finde es bei Arc Mobile schon nicht so gut, dass es irgendwie eigenständig ist. Das Kibbelsystem ist da irgendwie anders. Es gibt irgendwas, glaube ich, es gibt einen King Griffin, es gibt Skins, die es nicht im normalen Spiel gibt. Finde ich immer sehr schade, dass das generell auch da schon nicht so war. Aber Crossplay wäre halt theoretisch möglich, ja. Auf dem Handy, dass man sagt, man macht einfach sein, oder Cross-Save ist ja, glaube ich, eher, dass man das einfach übernimmt. Ich meine, es gibt ja auch die Variante, dass es vielleicht auch in Story-Mode, das habe ich ja mal so reingeworfen, eventuell geben könnte. Das haben wir in einem anderen Video besprochen, aber das hat jetzt hier eigentlich nichts zu suchen. Aber es könnte auch sein, dass das Mobile einfach ein bisschen was getrennt, wie gesagt, was Eigenes ist. Oder vielleicht so Entdecker-mäßig. Wisst ihr, für die Switch kommt ja jetzt zum Beispiel so ein Young-Entdecker-Modus, wo man die Spielwelt von Ark irgendwie entdecken kann. Da gibt es noch keine genaueren Infos. Beschrieben wird ja nur, dass man halt die Welt entdeckt, um sie halt ein bisschen näher kennenzulernen. Könnte auch sein, dass die so gesehen Ark 2-Version auf dem Handy eher ein bisschen dafür da ist, um die Welt zu erkunden und so Erkundungen, Erforschungen. Könnte auch sein, dass sowas kommt, dass sie da ein bisschen was mit abdecken wollen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da echt nicht sicher, Leute. Vieles ist möglich, aber auch vieles will ich nicht. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Da kann einiges, ja, schiefgehen, oder? Wir warten mal ab, was Ark 2 demnächst bringt. Wir können vielleicht so mal sagen, ab dem 12.06. ist eine Xbox-Präsentation, wo ich mir gut vorstellen kann, dass wir da eine Info zu Ark 2 bekommen, wo natürlich auch dann ein bisschen was zu Ark Mobile kommen kann, genauso wie aber auch in den Samstags-Community-Crunches. Auch da kann natürlich nochmal was zu Ark 2 kommen. Deswegen warten wir mal ab, was der Juni uns bringt. Ich glaube, wir werden im Juni noch Ark 2 News bekommen. Es wird nochmal eine Info geben, Leute. Es wird nämlich einen Livestream geben. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen, aber es wird nochmal genauere Infos dazu geben. Einen Livestream am 12.06. nach der Präsentation. Ich mache dazu nochmal ein eigenes Video, wo wir nochmal generell auf Livestreams, wird auf Twitch aber sein. Und da werden wir nochmal im Prinzip uns den Xbox-Stream angucken und natürlich schauen, ob da in diesem Stream Ark 2 kommt. Wenn ja, quatsch mal ein bisschen drüber, mal gucken. Ein, zwei Gäste werde ich mir einladen. Das ist am 12.06. ist ein Sonntag, Sonntagabend, glaube ich, 19 Uhr, glaube ich, müsste das losgehen. Aber wie gesagt, Info dazu gibt es nochmal. Schaut da gerne rein, da werden wir wahrscheinlich ein paar News zu Ark 2 bekommen. Vielleicht auch nicht. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bisher, Leute, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von Ark 2 Mobile, und wir sehen uns. Wie ist denn hier? Ciao. Ich weiß, das war's, aber bleib beim Start. Zocken wir noch eine Runde Survival Ark. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem einen Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark.